Salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Wir haben den 21. September und es ist 18.15 Uhr und der MDAX hat dort auch mal ordentlich gelitten. Vor euch liegt der Chart seit 1. Mai diesen Jahres. Und mir fallen da gleich mehrere Sachen auf. Das eine ist, die Bänder gehen auf, beidseitig. Und da wir unter das untere gekommen sind, ist das nicht besonders gut. Wir haben die auch im letzten Film am 2. September angesprochene Range verlassen, mit Schlusskurs. Auch nicht schön. Wir haben als Unterstützung jetzt diesen Bereich hier um die 26.000. Ziemlich drunter, bei 25.000, ich runde leicht, 900 liegt auch die 200-Tage-Linie. Das ist so die Make-or-Break-Line. Jetzt kann man eins sagen, wenn ihr diesen Chart, ich mach's mal größer, länger anschaut, passiert Folgendes, dass wir eine ähnliche Bewegung hier hatten Ende Juli. Genau runter, das ist fast die gleiche Kerze, also schon identisch. Deswegen, es ist opportun zu glauben, dass nach so einem Absturz, finde ich jetzt ein bisschen dramatisch, ja, nach so einem kleinen Kursrutsch, dass wir da eine Korrektur machen. Ich glaube das auch, aber ich denke nicht an sowas hier. Warum nicht? Weil, wenn Sie einfach mal hier runtergehen, schauen Sie sich mal den Unterschied in der Technik an. Die war Ende Juli ziemlich tief. Ja. Auch hier über das MACD sehr tief. Und jetzt schauen Sie mal die heute. Der hat erst sein Verkaufssignal bekommen. Und da gehen wir erst runter. Also von daher halte ich es für nicht so sinnvoll, diese beiden Geschichten miteinander zu vergleichen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir eine Korrektur bekommen, die vielleicht nochmal hier ans Band ranführt. So im Bereich, gucken wir mal, wo es genau liegt. Hier, also per heute liegt das bei rund 26.900. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das sind nur 300 Punkte, das ist 1%. Ja, das möchte ich glauben. Aber im Moment sind die Wetten gegen den MDAX, auch gegen den DAX. Ja. Der hat einiges kaputt gemacht. Und Nasdaq sowieso, wenn ich hier so drauf schaue, TechDAX querbeet einmal draufgehauen. Das ist so eine Gruppenabwatsche gewesen. Also, ich muss davon ausgehen, dass die Bänder weiter aufgehen. Und dann hängt es davon ab, wie schnell das alles geht. Ich warte drauf, also mit einem Long warte ich drauf, bis sich das obere Band hier wieder ein bisschen beruhigt. Und das sieht für mich noch nicht so danach aus. Und es ist ja auch hier in der Stochastik sich der MDAX weiter abbaut. Also ich halte mich grundsätzlich mit Käufen zurück. Ich habe euch mal einen Schein mitgebracht. Einen, der zumindest bei mir auf die Watchlist kommt, aber noch nicht gekauft wird. Und zwar ist es dieser hier, ein 25.063er. Den nehme ich deshalb, weil wir unter diesem letzten größeren Verlaufstief liegen und unter der 200-Tage-Linie. Die ist also, wie gesagt, jetzt bei 25.892. Das ist ein 25.063er Schein. Da sind wir ziemlich genau hier, wo jetzt die Maus ist. Also auch noch hinter diesem Tief. Aber der kommt erstmal nur auf die Watchlist. Der würde bei mir erst dann aktiviert werden, wenn wir die 20-Tage-Linie bei rund 27.420, wenn wir die mit Schlusskurs überbieten. Vorher nicht. Das ist von Goldman die GC6UJS. Das ist ein Open-End-Schein. Jetzt gucken wir mal auf den Put. Der macht für mich grundsätzlich mehr Sinn. Ich möchte den nicht an die Range legen, sondern hinter das obere Band und hinter dieses Hoch, was wir hier hatten. Das heißt, es ist bei 28.190 und da komme ich direkt hier hin. Das ist ein 28.208er. Der macht Sinn für mich. Ja? Also man kann auch nochmal 50 Punkte dahinter gehen, aber das macht für sich Sinn. Bis für diese 28.218, ich glaube, da kann ich noch ein Bier trinken gehen zwischendurch. Wobei, ich habe das Gefühl, irgendwas ist das heute wieder in München da verboten worden. Irgendwie gibt es neue Regeln. Also muss ich das Bier zu mir nach Hause nehmen. Und die Haxe am besten auch. So, das ist also ein 28.208er. 17er Hebel. Das ist die Kennnummer, die GB95J0. GB95J0. Das ist momentan der bessere Schein. Also zumindest besser als der Call. Was ich machen werde, ich warte auf eine Korrektur ab. Ich rechne, dass die bis maximal so 26.900 gehen kann. Und dann gucke ich mir die Sachen nochmal um 4-Stunden-Chart an, wie das dann aussieht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.